Also. Oh, wird. Die Schweiz muss aufpassen, da ist ja nicht aufs Mal lernen, wieder Faden verlieren, aber sehr gute Intervention von Nico Jung hier. Leider hier schnell den Angriff ein, Abschluss und 2-1. Danke vielmals, Dejan Stankovic. Küssli in die Schweiz und Führung, die gehört wieder uns. Psychologischer Vorsprung mehr, für keine Mannschaft mehr. Jetzt wirklich beide wieder auf Augenhöhe. Der Fallrückzieher an die Latte. Und der Stefan Leu setzt nachher. Ball hoch rein, nochmal Fallrückzieher, Stankovic. 3-2. Unglaublich. Unglaublich. Tor Nummer 11. Für Dejan Stankovic. Ja, und Oli, ich glaube, wir zwei schicken wieder ein März nach Dubai. Ja, unglaublich. Jetzt zwei Fallrückzieher innert 10 Sekunden. Der erste Halter an die Latte, der zweite hier ins rechte Eck. Chancenloser Goalie, wir sind sehr empfahrend. Hast einfach Stankovic live. Stankovic live. Und Stankovic live hat hier mit dem wunderschönen Tor, sicher das Tor vom Viertelfinal, wenn nicht noch mehr kommt, seinen 11. Treffer erzielt. Ich denke, auch eine Vorentscheidung im Torschützenklassement. Und ein Goalie immer hin und her spielen kannst du auch nicht. Nein, das ist recht schwierig, jetzt hier irgendwie probieren. Zeit spielen und ja, Goal. Zeit spielen! Da ist 4-2 durch Stefan Meyer. Mit seinem allerersten Goal an dieser Weltmeisterschaft hier in Dubai. Aus seiner Sicht das Wichtigste. Also, der Angelo Schirinzi, was können wir erwarten? Stefan Meyer, 1-0. Herzliche Gratulation hier aus Zürich, hier aus dem SSF-Studio, direkt nach Dubai an die Beachsoccer-Weltmeisterschaft. Herzliche Gratulation diesen Jungs hier, Oliver, kann man glaube ich nur sagen. Sie haben es geschafft, sie stehen im Halbfinale. Unglaublich. Irgendwie kann man so fast gar nicht so richtig realisieren. Es ist der Halbfinale von der Beachsoccer-Weltmeisterschaft und unsere Schweizer Nationalmannschaft, die führt und hat jetzt mit dem Dejan Stankovic 5-2. Er ist es. Er ist der Mann von dieser Weltmeisterschaft. Oder, Oliver? Das kommt mir. Er ist der Topstar von der Weltmeisterschaft. Sehr gute Tat von Diego. Rikard verliert wieder den Ball gegen Dejan Stankovic und der Stefan Leu ist es. Der jetzt zuschlagen kann. Stefan Leu auf Vorlage von Dejan Stankovic. Mit seinem ersten Goal an dieser Weltmeisterschaft. Super gemacht hier. Dejan Stankovic holt sich den Ball vom Ricard. Stefan Leu überlegt nicht lang. Und der Ball wird kurz vor dem Goal, wenn er schon an Diego vorbei ist. Vielleicht hat er schon den Motor etwas runtergefahren und tut sich schonen für ein Finale, das morgen wartet. Jetzt nochmal. Und ein Goal! Tatsächlich noch 7-3. Die Schweiz holt tatsächlich noch das Goal. 7-3. Torschütze Rodriguez. Der Michael Rodriguez zieht hier ab und kommt aus seinerseits zum ersten Goal an dieser Weltmeisterschaft. Im Moment ist es soweit. Oliver, wir freuen uns und gratulieren deinen Teamkollegen und der Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft um Spieler. Mamãe, vem pra você, papai te ama. Tá certo, ó.